Natürlich könnte ich dich in den Ferien besuchen kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber keine gute. Und deswegen glaube ich, ist es besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Du lässt dir das gefallen. Ja, er hat mich überrumpelt. Was denkst du dir denn? Was schon? Noch nie in meinem Leben hat mich jemand so verletzt, wie du es damals getan hast. Du hast mich eiskalt abserviert. Und es hat dir auch noch Spaß gemacht. Du hast mein Leben damals als Trümmerhaufen zurückgelassen. Jetzt, meine Liebe, bist du an der Reihe. Du willst einfach nur Rache. Wir hatten eine Affäre vor 20 Jahren. Und du beschuldigst mich jetzt, dein Leben zerstört zu haben. Das ist absurd. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass ich dir damals einen Heiratsantrag gemacht habe? Und im selben Augenblick muss ich erfahren, dass du es schon mit einem anderen treibst. Rolf! Oh, entschuldige bitte, wie rücksichtslos von mir. Ich habe mich in Ricardo verliebt und es dir sofort erzählt. Im Übrigen wusste ich damals gar nicht, dass es dir so ernst war. Natürlich nicht. Was soll diese Show? Man kann dir doch gar nicht wehtun. Heute nicht mehr. Weißt du, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Du hast diese Lebenskrise offenbar sehr gut bewältigt. Hat verdammt lange gedauert. Mir kommen die Tränen. Dieses Haus, das Hotel, die Yacht, Kim, deine zukünftige Frau. An allem soll ich schuld sein. Sind die da drin immer noch zugange? Sag mal, Carmen, du kennst doch Eva ziemlich gut. Was hältst du eigentlich von ihr? Eva war immer sehr freundlich zu mir. Genau wie Ricardo. Auch nachdem ich von Felipe getrennt war, haben sich beide mir gegenüber immer sehr nett verhalten. Mhm. Ja, sie machten einen sehr sympathischen Eindruck. Trotzdem finde ich es komisch, dass sie mich eben so einfach so eingeladen hat. Ich meine, immerhin will Rolf die Finca von den Velasquez. Und jetzt vermutest du, dass Eva irgendwelche Hintergedanken hat? So das glaube ich nicht. Die Einladung war doch ganz spontan. Außerdem ist Eva überhaupt kein hinterhältiger Typ. Ja, sie wirkt zumindest ziemlich offen. Sag mal, weißt du, was es da drin so Wichtiges zu besprechen gibt? Das dauert ja ewig. Ich würde ja auch mal gerne nach Hause gehen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich stehe mir noch nicht bei den Bauch. Wahrscheinlich sprechen die beiden über den Verkauf der Finca. Ja, na und? Ja, das ist so eine heikle Sache. Ich glaube nicht, dass Rolf dabei gestört werden möchte. Hallo. Wo ist Mama? Bei unserem besten Freund. Hm? Sie reden mit Holstein. Und was will sie da? Das hat sie mir nicht verraten. Du bist also nach Mallorca gekommen, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und jetzt gibst du keine Ruhe, bis du uns vernichtet hast. Ich baue einen Freizeitpark. Und euer Haus ist im Weg. Pech für euch. Hör doch auf, es macht dir einen Riesenspaß, mir zu schaden. Das sagst ausgerechnet du? Was ist mit eurer schmutzigen Pressekampagne gegen mich? Du lässt uns doch überhaupt keine andere Chance. Meinst du wirklich, dir geht's besser, wenn du mich fertig gemacht hast? Lass uns die Vergangenheit begraben, Rolf. Fass mich nicht. Au, das ist mein Weg. Von wegen geschäftliches Gespräch. Kim! Vergesse nie etwas wieder. Wir sind fertig. Frau Hansen wollte gerade gehen. Vielleicht warst du früher mal zu tieferen Gefühlen fähig.
tust mir leid. Das will ich heute an dir sehen. Morgen, Tim. Es war übrigens abgemacht, dass du im Laden schläfst. Nicht, dass du die Ware durchstöberst. Ja, aber du brauchst doch was Nettes anzuziehen, wenn wir nachher an einen einsamen Strand gehen. Hm? Lena und ich haben zu tun. Na komm. Du bist doch total verspannt. Ein bisschen Sonne, Schwimmen, der warme Sand. Das wird dir gut tun. Später vielleicht. Das Bad ist frei. Morgen. Also, Julia und ich wollen nachher zum Strand. Kommst du mit? Kaffee? Nackenmassage. Was für eine plumpe Anmache. Er will einfach nur nett sein. Quatsch, der will dich einwickeln. Was soll ich tun? Ihn rausschmeißen? Zum Beispiel. Ich will ihn nicht schon wieder so observieren wie in Deutschland. Aber keine Angst. Ich werde ihm schon erklären, dass zwischen uns nichts mehr läuft. Wann? Zwischen der Massage und dem romantischen Bad in den Wellen? Lass das mal meine Sorge sein. Es würde mir übrigens helfen, wenn du bis dahin wenigstens höflich zu ihm bist. Tu mir doch den Gefallen und geh du mit ihm zum Strand, hm? Als Erinnerung an eine wunderschöne Zeit. Ich ging, du standst und sahst zu Erden. Und sahst mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden. Und lieben, Götter, welch ein Glück. Willkommen und Abschied von Goethe. Sehr schön. Weißt du noch, dass es war kurz nachdem wir uns begegnet sind. Mhm. Du hast ganz rote Augen bekommen von dem vielen Chlor. Und das Kloster. Das war so romantisch. Hm. Du hast sogar die Kinokarten aufgehoben? Weißt du was? Ich sehe es mir nachher in Ruhe an. Okay? Warte. Schlag die letzte Seite auf. Ich werde nie den Abend vergessen, an dem ich dich das erste Mal gesehen habe. Die Party auf der Yacht. Lass uns noch ein letztes Mal zum Strand gehen.